Ja, aber nirgends sonst wird ständig. 1968. Rolf Stommelen. Ein großes deutsches Rennfahrertalent. Kurz nach einem Horrorunfall, den er wie durch ein Wunder fast unverletzt übersteht. In den 18 Jahren zuvor sind 51 Formel-1-Piloten tödlich verunglückt. Ganz oben. Finden Sie nicht, dass Sie eine verhältnismäßig geringe Überlebenschance haben? Nein. Weil jeder Rennfahrer kann ja sein Risiko selber steuern, wenn er im Rennwagen drin sitzt. Und dann möchte ich die Rennerei auch nicht als also ewig betreiben, vielleicht nur ein paar Jahre. Und darin sehe ich also für mich eine große Chance. Hat aber Ihr Unfall Ihnen nicht gezeigt, dass man das Risiko eben doch nicht immer steuern kann? Das ist eben Schicksal, würde ich sagen. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ja. Der Tod fragt nicht nach Rang und Name, nicht nach Abstammung oder Geburt. Er schlägt zu, hier und da, scheinbar wahllos. Der Kölner Rolf Stommelen ist tot. Einer der besten und beliebtesten Rennfahrer seiner Zeit. Er verunglückte in Riverside, Kalifornien, beim 6-Stunden-Rennen. Bei einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern löste sich plötzlich der Heckflügel seines Porsche. Der Wagen geriet außer Kontrolle, flog über die Leitplanken, krachte in eine Betonwand, überschlug sich und fing Feuer. Stommelen starb eine Stunde später im Krankenhaus von Riverside. Valencia. Ein legendärer Porsche 917 wird für ein Klassikerrennen getestet. Höchstgeschwindigkeit 370 km/h. Fahrer Derek Bell. Teamkollege von Rolf Stommelen in Riverside. Eigentümer Willi Kausen. Auch ein ehemaliger Rennfahrer, Stommelens bester Freund. Er war ein echter Kerl. Sein Charakter und seine Art zu fahren waren herausragend. Der hatte also mehr Talent wie die vielen anderen und wie die meisten. Und der hat also die Grenze auch später gespürt. Deshalb war er so schnell. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum ich hier sitze und Rolf nicht. Es ist ein verdammter Zufall. Riverside International Raceway, Kalifornien, USA. 24. April 1983. Er wollte aufhören. Der Rolf sagte auch, der Rolf war ja auch ein Typ und sagt, ich habe im Grunde genommen alles erreicht. Ich habe alles gefahren, ich habe alles mitgemacht, ich habe Unfälle gehabt, habe das alles überlebt und habe auch schon mein Schäfchen im Trockenen. Und ich kann jetzt auch nicht mehr so richtig einsehen, so zu fahren. Porsche 935, Spitzname Moby Dick. Das Modell von Stommelen beim Rennen von Riverside. Konstruiert hat ihn Norbert Singer, damals Renningenieur bei Porsche. Ich glaube, es war der, und bis jetzt glaube ich, der stärkste 911 überhaupt. Er hatte 800 PS, war fast 370 km/h schnell in Le Mans auf der Geraden. Es war sozusagen der Überelfer. Das war dann natürlich schon eine Granate, wie man so schön sagt. Der war gebaut für hohe Geschwindigkeiten. Die haben da hinten in Riverside noch eine ganze Menge zusätzlich draufgeschraubt für die Aerodynamik, um die Bodenhaftung zu erhöhen. Heute weiß ich, das war keine schlaue Idee. Das macht man nur aus Verzweiflung. Der Heckflügel der Werksversion im Porsche Museum. In Riverside wurde an diesem Ungetüm noch zusätzlich gebastelt. Rolf Stommelen, geboren 1943 in Köln. Er liebt Seifenkistenrennen. Hauptsache schnell, schon als Kind.
mit 10 am Steuer des Käfers von Vater Willi. Der nimmt ihn mit zum Nürburgring. Rolf ist 16. Er sieht das Eifelrennen und hat nur noch einen Wunsch: Rennfahrer werden. Zur bestandenen Kfz-Mechanikerprüfung bekommt er vom Vater einen gebrauchten Porsche 90 Rennwagen geschenkt. Erste Siege. Ein Talent unverkennbar. Formel 5, geschlossene Sportwagen, Stommelen kann alles fahren. Hat für jeden Wagen schnell das richtige Gefühl. Flugplatzrennen in einem privaten Alpha. Er nimmt, was er bekommen kann und ist schnell. Stommelen fährt von Sieg zu Sieg. 1966 wird der Porsche-Rennleiter Huschke von Hanstein auf ihn aufmerksam und verpflichtet ihn für sein Werksteam. Schon am frühen Morgen des gestrigen Sonntags kamen die Sizilianer zu ihrer Targa Florio. Bereits 1906 wurde dieses Rennen von dem italienischen Grafen Vincenzo Florio zum ersten Mal ausgerichtet. Seitdem ist es für die Fahrer eine bekannte und zugleich unerfreuliche Tatsache, dass sie diesen 72 Kilometer langen Kurs nicht an einem einzigen Trainingstag kennenlernen können. Dass aus diesem harten Rennen Porsche als Gesamtsieger hervorgehen würde, hatte wohl niemand erwartet. Nach einem spannenden Rennverlauf belegten schließlich drei Porsche-Prototypen 910 die ersten drei Plätze. Gesamtsieger wurde das Team Paul Hawkins, England, und der deutsche Rolf Stommelen aus Köln rechts im Bild, die sich eine Erfrischung wohl verdient haben. Auf einen Rennfahrer wie Stommelen hat man in Deutschland lange gewartet. Ja, hallo. Hallo, Herr Stommelen. Hallo, Herr Stommelen. Ja, wie geht es denn Rolf Stommelen nach seinem ersten großen Welterfolg? Ja, also prima. Erstklassig. Es ist aber auch die Zeit, in der bei Rennfahrern der Tod oft Beifahrer ist. Die größte Katastrophe in der Geschichte des Autorennsports. Der französische Rennfahrer Pierre Levet rast in Le Mans mit seinem Wagen über die Böschung in die Zuschauertribüne. 82 Tote, über 100 Verletzte. 7. Mai 1967, großer Preis von Monaco. In der 83. Runde verunglückt der italienische Spitzenfahrer Lorenzo Bandini. Erst nach Stunden gelingt es, den Italiener aus dem brennenden Wrack zu bergen. Drei Tage später stirbt Bandini. 7. April 1968. Auf der Rennstrecke von Hockenheim stirbt Jim Clark, der erfolgreichste Grand Prix-Fahrer und zweifache Weltmeister. Der 33-jährige Schotte galt als Sicherheitsfanatiker. 8.6.1968. Das Rossfeld-Bergrennen. Stommelen hält sich für unverwundbar. Aber es kommt zum Unfall. Da hatte sich damals diese Kurve oben am Berg, ist er rechts raus und überschlug sich mit dem offenen Auto und hat sich dabei eine Fingerkuppe abgerissen. Irgend sowas, das weiß ich noch. Das war so mein erster Eindruck von Rolf Stommel. Ich kannte ihn vorher auch nur aus der Presse, aus dem Fernsehen oder sonst irgendwo. Oder er lief mal an mir vorbei irgendwo. Die Lenkung bricht, aber er überlebt. Trotz mehrfachen Überschlagens mit dem offenen Wagen. Der Italiener Scafiotti hatte bei einem ähnlichen Unfall im selben Rennen kein Glück. Wenige Minuten nach Ihnen und nur wenige hundert Meter von Ihrer Unfallstelle entfernt ist der Rennfahrer Scafiotti tödlich verunglückt. Sie haben schwere Verletzungen erlitten. Wollen Sie trotzdem weiter Autorennen fahren? Ja, ich möchte weiterfahren. Und warum? Ja, es hat mich sehr mitgenommen, der Scafiotti, weil es war wirklich ein Freund von mir. Wir waren die ganze Woche vorher zusammen. Aber das hält mich nicht davon ab, dass ich nicht weiterfahre. Marlene Silvester, ehemals Stommelen. Wir besuchen mit ihr eine kleine Ausstellung zu Ehren ihres verstorbenen ersten Ehemanns. Ja, der ist aus den 70er Jahren, das sehe ich ganz deutlich. Erinnerungen. Das Leben mit einem Rennfahrer.
Es kann fast jeden Tag vorbei sein. Für mich war Rolf unverwundbar. Also ich habe gedacht, alle anderen, nur er nicht. Niemals. Das hätte man nicht aushalten können. Zu wissen, zu denken, es könnte ihm was passieren. Nein, never. Sie lernen sich im Urlaub mit Freunden am Wörthersee kennen. Als ich gefragt habe, was machst du denn beruflich? Ja, ich bin Rennfahrer. Wie Rennfahrer? Da kann man doch kein Geld mit verdienen. Ja, so fing es an. Von da an ist sie immer an seiner Seite. Verpasst kein Rennen. Bis auf eines. Aber eine ständige Begleiterin ist immer dabei. Ja. Ja, das ist richtig. Wir leben zusammen und ich weiß nicht, ich meine, wenn man heutzutage heiratet oder nicht verheiratet, das ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Und wir verstehen uns sehr gut. Stommelin ist inzwischen ein Star. Fährt Formel 1 und Sportwagenrennen. Das Leben ist aufregend und schön. Ein Abenteuer zu zweit. Er ist ein Topfahrer, schnell, am Limit, aber besonnen. Er hat nie irgendwie mit der Gefahr gespielt. Oder er hat immer ein kalkuliertes Risiko gehabt. Formel 1, entfernt jeglicher technischer Konzeption für ein verwendbares Serienauto. Etwa 3000 Kubikzentimeter Hubraum, Mindestmasse ohne Treibstoff 500 Kilogramm, fast 500 PS, mehr als 11.000 Umdrehungen pro Minute, Spitzengeschwindigkeit bis ca. 300 Stundenkilometer. Details über die schnellsten Särge der Welt. Wenn was passiert ist, wenn jemand verunglückt ist, das war in den 70er Jahren so, und dann sind wir schweigend nach Hause gefahren. Wir konnten nicht darüber reden. Er nicht und ich nicht, ne? Wenn dann wieder so ein schwerer Unfall passiert ist. Von Rennen zu Rennen. 1975 geht es nach Barcelona. Die katalanische Metropole heute. Hier auf dem Montjuïc wurden Formel-1-Rennen gefahren. Heute sieht man davon nur noch eine Bronzetafel. Mit dem Namen des letzten Siegers, Jochen Maas. Na gut, die Strecke an sich war ganz toll. War eine wunderschöne Rennstrecke. Die hatte nur Leid, Blanken zu haben, hat sie auch gehabt. Aber die war nicht festgemacht. 27. April 1975. Die Zustände sind katastrophal. Wir sind dann noch in den Geschäften rum, die ganzen Teams, und suchten überall Schrauben zusammen, die man verwenden konnte. Möglicherweise haben die auch versucht, aber es war nicht genug. Das Fahrerfeld will nicht starten. Der noch regierende spanische Diktator Franco droht, die Wagen zu beschlagnahmen. Die wollten alle streiken und hin und her. Und dann habe ich gesagt, streiken mit Franco, das bringt nicht viel. Den Teams, da gibt es dann endlose Repressalien oder auch mögliche Regressansprüche, ne, wegen das und jenem. Und ich sagte, das können wir den Teams auch nicht antun, finde ich. Stars wie Jackie X, Mario Andretti und Weltmeister Emerson Fittipaldi planen aus Protest, nur eine lockere Runde zu fahren und dann ihre Autos abzustellen. Rolf konnte sich das nicht erlauben. Und man hätte die Autos auch beschlagnahmt, wenn sie nicht gefahren wären. Also von daher musste das Rennen stattfinden. Mein Vorschlag wäre, dass wir das Ganze angehen mit der moderaten Geschwindigkeit. So demonstrativ langsam. Die Ferraris von Niki Lauda und Clay Regazzoni stehen in der ersten Startreihe.
James Hunt und Mario Andretti dahinter. Stommelen und Maas sind mit ihren unterlegenen Wagen in der Mitte des Feldes auf den Startplätzen 9 und 11. Da kam die Flagge. Dann ging es los wie die Verrückten, wie immer. Es ist ein chaotisches Rennen. Nach und nach scheiden alle Favoriten durch kleinere Unfälle oder Schäden an den Wagen aus. Andere, wie Fittipaldi, stellen tatsächlich ihre Autos aus Protest ab. Plötzlich ist ein Deutscher vorn. Rolf Stommelen auf Hill Ford. Zum ersten Mal führte Rolf in der Formel 1 das Rennen an und ist an der Box vorbei, hat den Daumen hoch zum Team, dass alles okay ist. Und die Runde danach, da ist dann der Flügel abgebrochen. Es ist die 26. Runde. Ohne erkennbaren Grund löst sich der Flügel. Dann denkt man, er war das nicht, das, was du siehst. Nein, doch nicht mein Rolf. Sie haben den Wagen fliegen sehen? Ja, glaubst es aber nicht, dass er es ist. Es ist wie eine Hilfe. Du denkst nicht, mein Gott, er ist es. Nein, er ist es nicht. Um dass man sich schützen kann. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Stommelens Wagen ist abgehoben, auf der einen Seite abgeprallt und dann am Streckenrand eingeschlagen. Ohne Heckflügel hat er keine Chance. Erst 3 Runden später brechen die überforderten Organisatoren das Rennen ab. Zu diesem Zeitpunkt führt Jochen Maas. Er hat dieses Rennen damit gewonnen. Das ist mein einziger Grand Prix geblieben, ironischerweise. Und in der Statistik ist es halt ein Sieg. Aber für mich innerlich war es kein Sieg in dem Sinn. Stommelens Wagen tötet 4 Menschen auf der Stelle. 2 Zuschauer, einen Feuerwehrmann und einen Fotografen. Ein Streckenposten wird später im Krankenhaus sterben. Rolf Stommelen ist schwer verletzt. Doch wie durch ein Wunder überlebt er diese Katastrophe. Einen Monat später bekommt Stommelen wieder Besuch am Krankenbett von einem Sportschau-Kamerateam. Nun haben Menschen ihr Leben gelassen bei diesem Unfall. Hat sich denn jetzt nach diesen Ereignissen vom vergangenen Sonntag Ihre Einstellung zu Ihrem Beruf geändert? Das ist natürlich eine sehr schreckliche Angelegenheit mit diesen Zuschauern. Aber meine Einstellungen zum Sport haben sich insofern nicht geändert und ich werde weiterfahren, sobald ich wieder gesund bin und nehme dieses Risiko halt weiter in Kauf. Da habe ich gesagt, du könntest aufhören. Das ist doch jetzt ein Wink, ein Zeichen. Und da hat er mich angeschaut und sagt, das hätte ich von dir als Letztes erwartet, dass du mir sowas sagst. Da wusste ich, das ist absolut der falsche Weg, das ihm da Druck zu machen noch von meiner Seite aus, dass er aufhören sollte. Das habe ich dann nie wieder gemacht. Die dunkle Seite der Raserei verdrängt. Er ist Rennfahrer. Die Leidenschaft für die Geschwindigkeit ist immer größer als die Vernunft. Seine Formel-1-Teams reichen nicht für die Spitze. Ein Topstar ist Stommelen aber in den USA. 4-mal gewinnt er die 24 Stunden von Daytona. 1980 ist auch das deutsche Fernsehen mit dabei. Der Kölner fährt den Porsche 935 Turbo
1100 Kilogramm schwer, ausgerüstet mit 6-Zylinder-Turbomotor, 3 Liter Hubraum und 750 PS Leistung. Höchstgeschwindigkeit rund 330 Kilometer pro Stunde. Dick, you have some famous drivers and one of them is Rolf Stommelen. What's to say about Rolf Stommelen in America? Well, Herr Schaefer, Rolf Stommelen is probably the Rolf Stommelen ist vielleicht der bekannteste europäische Rennfahrer in Amerika und sehr populär. He is so colorful, very popular. Wenige Runden nach dem Start übernimmt Rolf Stommelen die Spitze des Feldes. Die Steilkurven des Hochgeschwindigkeitskurses erlauben Geschwindigkeiten von über 300 Kilometern pro Stunde. Rolf sagt immer, wir kriegen das in den Griff. Keine Probleme, alles ist in Ordnung. Wir werden gewinnen. Er reißt alle mit, die Mannschaft, mich und alle Leute um uns herum. Nach den 24 Stunden hatten wir die Party des Jahrhunderts, nur er und ich. Danach habe ich nur noch gedacht, wow, was für ein Typ. Rolf war immer ein zugänglicher, jeder mochte ihn auch. Also es war kölnische Jung, ne? war einfach ein angenehmer Typ. Morning. Le Mans 1979. Paul Newman und Rolf Stommelen sind ein Team. Der US-Schauspieler liebt es, Autorennen zu fahren. Paul Newman, Filmschauspieler, Weltstar und Rennfahrer. Partner Rolf Stommelens beim härtesten Langstreckenrennen der Welt. Der Besitzer vom Rennstall, das war der Dick Barber, der war richtig dick und kräftig, der musste vorne sitzen. Also musste ich nach hinten mit Paul Newman. Und Rolf weiß, dass ich hinten nicht sitzen kann. Mir wird hinten schlecht im Auto. Und er schaute im Spiegel und sagte dann auf Deutsch, dir wird ja gar nicht schlecht, Marlene. Nein, sag ich, sitze neben Paul Newman. Mir geht's gut. Keine Sorge. Newman ist ein begnadeter Schauspieler. Als Rennfahrer eher Unterdurchschnitt. Deshalb soll Stommelen die meiste Zeit fahren. Am Start in Le Mans die besten Rennfahrer der Welt. Darunter mit der Startnummer 70 Rolf Stommelen im roten Porsche 935 Turbo des amerikanischen Dick Barber Teams. Newman ist körperlich am Ende. Stommelen zieht durch. Die Nacht in Le Mans ist lang. Stommelen führt bis kurz vor dem Ende. Nur ein Achsschaden wirft ihn zurück. Rolf Stommelen, Dick Barber und Paul Newman beenden das Le Mans-Spektakel mit einem hervorragenden zweiten Platz. Im Porsche ist er einer der besten seiner Zeit. Bei über 300 km/h. Über 7 Jahre bleibt Stommelen von größeren Unfällen verschont. Immer noch glaubt er, ihn wird es schon nicht treffen. Ich glaube nicht, außer den üblichen Angstgefühlen, die man natürlich hat oder die ein jeder Rennfahrer hat, vor technischen Defekts. Aber damit muss man eben leben. Und ich nehme die in Kauf. Und die Sicherheitsvorkehrungen sind ja doch relativ so gut, dass man nicht immer das Schlimmste befürchten muss. Riverside, 24. April 1983, 8 Jahre nach Stommelens Barcelona-Desaster. Eigentlich soll Jochen Maas hier das 6-Stunden-Rennen für ein amerikanisches Porsche-Team fahren. Aber ihm ist der Weg zu weit. Stommelen springt ein. Er fährt immer alles. Der schnelle Kurs reizt ihn. Und das war wirklich das erste Rennen, dass Sie nicht dabei waren? Ja,
Sonst war ich bei allen Rennen dabei. Hatte keinen guten Schutzengel dabei. Also die Strecke war nicht übertrieben anspruchsvoll, war aber schnell und deswegen hat sie eine gewisse Gefahr in sich getragen. Dann sagte er, ich fahre in Riverside. Ich sage, welches Auto? Ja, ich fahre den Baby Porsche. Ich sage, Werksauto? Nein, nicht Werksauto. Das amerikanische Auto, sage ich. Du weißt, was Auto ist. Ganz diffizil zu fahren. Ja, du immer. Ja, sage ich. Ein Moby Dick. Porsche 935. Aber eben kein Original-Werkswagen. In der Box wird an dem Auto geschraubt und gebastelt. Vor allem am Heckflügel. An diesem besonderen Wochenende wusste ich nur, dass ich einen 935 fahren werde. Und das ist das, was ich so lächerlich finde. Dass wir uns alle, ob Rolf oder ich, in solche Wagen gesetzt haben. Obwohl wir wussten, dass sie mit diesem zusätzlichen Zeug einfach weniger verlässlich sind. Bell und Stommelen sind das favorisierte Team. Stommelen hat die Pole Position herausgefahren. Er fängt an. Jeder fährt 1,5 Stunden. Dann startet Stommelen zum zweiten Mal. Soweit ich weiß, ist er mit neuen Reifen los. Ich denke, er hat nicht dran gedacht, dass sie neu sind und ist gleich in der ersten Runde rausgerutscht. Er ist dabei über den Sand neben der Strecke geholpert und muss etwas beschädigt haben am Chassis. Danach ist er eine langsame Runde gefahren, um zu sehen, ob es geht. Dann hat er wieder Gas gegeben. Und in einer langen Linkskurve hat sich plötzlich der Flügel am Heck gelöst. Das war's. Das ist alles, was ich weiß. In der Flügelabis habe ich keine Kontrolle mehr. Keine Kontrolle. Man ist dann nur noch Passagier. Wenn der Flügel richtig befestigt ist, dann passiert da überhaupt nichts. Stommelen rast mit 300 km/h in diese Betonwand. Als sein Rennen war, bin ich in der Nacht wach geworden. Das war so 12 Uhr oder so, ich weiß es nicht. Weil er meinen Namen gerufen hat. Und da habe ich gedacht, das ist ja eigenartig. Er fährt doch jetzt sein Rennen. Er ruft meinen Namen, davon bin ich wach geworden. Dann habe ich um 4 Uhr den Anruf bekommen und dann sagte man mir nur, er hat einen schweren Unfall gehabt. Und da wusste ich, dass es vorbei ist. Wusste ich. Wieder bricht der Heckflügel ab. Wieder ein technischer Defekt. Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Wir sterben immer im Krankenhaus. Sie lassen uns nie auf der Strecke sterben. Offiziell sagen sie immer, er ist auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben oder sowas. Sein Wagen hat sich mehrfach überschlagen und Feuer gefangen. Der Tod hat Rolf Stommelen eingeholt. Bell fährt mit dem Ersatzauto anschließend zum Sieg. Sie kamen zurück, um es mir zu sagen. Sie sagten, Rolf ist von uns gegangen. Ich bin ein Mann, aber ich habe einfach nur geweint. Abschied von Rolf Stommelen. Auf dem Kölner Melaten-Friedhof fanden heute Nachmittag die Beisetzungsfeierlichkeiten für den wohl bekanntesten deutschen Automobilrennfahrer statt. Am vergangenen Montag verunglückte Stommelen während eines 6-Stunden-Rennens im kalifornischen Riverside. Am 11. Juli wäre Stommelen 40 Jahre alt geworden. Im nächsten Jahr, so hatte er bereits angekündigt, wollte er keine Rennen mehr fahren. Du gehst irgendwas ein, was Potenzial hat, dich zu töten. Also ist es müßig, wenn du schon tust, dir Gedanken zu machen, warum ich das tue. Weil ich es mag. Das war seine Leidenschaft. Das war so.